Wieder Richtung Shuttle, da war nämlich im Misch. So, hallo, willkommen zu Astronia. Andi ist auch dabei. Hallo. Ja, die ist von so einer Blume in die Luft gesprengt worden. Drecksviech. Und versucht jetzt hier hinzukommen, aber sie hat einen anderen Teleporter gefunden. Jetzt versuchen wir das. Ja, mit Freischalten der Teleporter. Die versucht sich mit Sauerstofffiltern über Wasser zu halten. Und ich versuche hier irgendwie. Den Teleporter freizuschalten. Zack, zack. Vielleicht klappt es ja. Wieder klar. Wow! Mein armes Auto. Ich sag doch, die sind böse. Nee, es ist hier gerade rumgeglitscht worden. Als der ausgefahren ist. Es funktioniert so nicht. Nicht einfach, gerade bei der Kameraführung. Dockt der nicht mehr an, ja? Den ganzen Quark da verloren. Mir sagt er kann ihn nie bauen. Warum nicht? Nicht mit Gemü jetzt. Okay. Auto gerettet. Okay, ich stehe im Ding. Ausgefahren ist er, die Energie ist aber wohl nicht ausreichend. Drei habe ich schon. Ich habe zwei dank deinen. Ne, das funktioniert so nicht. Doch, glaube ich, nicht die Flussrichtung, ne? Ne, ist nicht die Flussrichtung mal wieder. Er reagiert halt auch auf Anschluss. So könnte es gehen. Ja, so geht's. Jetzt geht der Wind an, perfekt. Fünffarbig. Okay. Ich schaff's nicht. Ich muss irgendwie anders machen. Das muss mit den Autos gehen. Ich weiß nur nicht wie. Ich habe Andi gelootet, deswegen habe ich so viele Sachen da drauf. Schwupp, schwupp, schwupp. Ja. Er nimmt Energie. Aber ich glaube, die ist nicht ausreichend. Nicht ausreichend. Shit. Die ist wohl nicht ausreichend, die Energie. Kann ich den auch abknapseln? Das heißt, ich muss jetzt noch. Generatoren bauen. Stell ich mal dahin. Ja, vielleicht funktioniert es, indem ich die Generatoren
an einem anderen Anschluss an Pole. Weiß ich nicht. So. Noch irgendwas, was Strom erzeugt am Rücken? Ja, ein Solarmodul. Kommt aber gerade nichts bei an, aber ist egal. So. Aber ich glaube, das haut nicht hin. Jetzt bin ich wieder hin. Boah, nee, die brauchen jede Menge Strom. Jede Menge. Nee, doch nicht. Gerade nur so geschafft. Die brauchen viel, viel mehr Strom hier. Hört? Ja. Aber mal gucken, ob du da mit deinen 6 hinkommst. 6 Stück oder was hast du gebaut? 5. Braucht man dafür Gemisch, ne? Ja. Shit. Oh nee. Like viel, viel mehr. Ja? Haut nicht hin, ne? Like viel, viel mehr. Die wollen mehr Strom, oder? Mhm. Ja, dann lassen wir's. Da macht's keinen Sinn. Dann musst du wohl hier rüberkommen. Ja. Dann hole ich mir wieder Harz. Ja, euch ist es nicht ganz so einfach. So, ich wollte einen Verpacker machen. So. Dadurch habe ich dann wieder Platz. Für den. Toll, jetzt finde ich hier neben dem Harz auch noch Gemisch. Man kann die ja auch einzeln freischalten. Das ist ja auch nicht notwendig, dass wir das so in Masse machen. So, Andi kam vorhin von da. Ich fahre hier extra entgegen. Yep. Habe ich eben eingeebnet. Da ist sie umgekommen. Und irgendwo von hier kommt sie jetzt. Ich weiß nur nicht von wo. Wollen wir hoffen, aus derselben Richtung wie eben. Ein Titan haben wir gefunden, naja. Ich habe hier ein Buggy und das eingepackt. Besser ist das, als dass wir hinterher ohne die Sachen wieder da stehen. Schönes kleines gemütliches Höhlending. So, das Generator auf der Schulter und ab hier den Bus. Eine gemütliche Höhle. Na? Na komm schon. Oh, ich nippel gleich ab.
Ach, das nicht. Ja, das wäre es ja noch. Ich mit meiner Orientierung. Aber ich mache ja gerade eine kleine gemütliche Höhle. Nach mir nicht hin, kann ich hier nicht abbauen. Doch, ne? Geht doch. Ein bisschen putzen. So. An dieser kommt, haben wir schon eine halbe Base. Ich strahl nicht. Jetzt sägen. Sehr schön. Kleine gemütliche Heimat. Wenn ich entgegenkommen kann, dann tue ich dies. Ich weiß halt nur nicht, wo du bist. Nicht mal ansatzweise von wo du kommst. Wenn mich nichts killt, dann bin ich bald da. Okay. Wieder Killerblumen. Mach die mal den Gar aus. Ah, die haben sich schon zusammengezogen. Die ist bestimmt auch eine Killerin. Das ist immer gut. Und tschüss. Ah, ich habe alles in der Umgebung deaktiviert, was ich finden konnte. Kein Marker, nichts sehe ich. Ne. Aber jetzt weißt du auch, warum sie den schwer genannt haben. Ganz schön miese Pflanzen. Wo bist du? Bist du schon am Teleporter? Ja. Ach, sag das doch. Bin da, wo deine Leiche lag. Und so eine süße kleine Base gebaut. Ja. Direkt hinterm Teleporter. Hier liegt doch dein Kadaver. Aber ich komme gerne zum Teleporter. Was deinem Kadaver ist, brauchst du ja eh nicht mehr. Nö, du bist nicht am Teleporter. Du bist wohl wieder an einem anderen Teleporter. Das kann doch nicht wahr sein. Jupp. Unser Teleporter hat auch so eine Rampe. Dann guck mal bitte nach, welcher Teleporter das da bei dir ist. Wie soll ich das machen? Ach ja, geht ja nicht. Schon okay, schon weggesagt. Soll ich nicht lieber versuchen, zum Basis zu kommen? Zum Schiff? Könnte das nicht sinniger sein? Kannst du versuchen. Ja. Finde gleich alle Teleporter, weißt du? Mit mir, du Sprengbombe. Aber ich weiß ja, von wo du gekommen bist. Ich gehe besser am besten da lang fahren.
Ja, schade, wenn der Buggy in den Anhänger... Wow, das sind Sprengblumen. Hier schon alles zersprengt. Die killen mich, 100 pro. Autsch! Ich bleib trotzdem sitzen. Bleib trotzdem sitzen, bis die nicht mehr sprengen. Ah, man kann auch F drücken, während man noch drin sitzt. Das ist gut. Das sind richtige Mistviecherblumen. Richtige Drecksackpflanzen. Deswegen löscht alles Grüne aus, bevor es sich vermehrt. Mhm. Sind sie wieder? Da ist der Satellit, der abgestürzt ist. Da haben wir das Titanium her. Ja, mir bleibt keine andere Möglichkeit, als einfach drauf loszuschippern. Oh, ist das ein Loch. Nee, das Loch haben wir gemacht, das ist begradigt. Ja! Ja. Hätten wir rumgefarmt. Sehr schön. Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg. Genau, den haben wir versucht zu versorgen. Kann ich mir hier wieder eine Rampe bauen. So. Dick, komm, Tracky. Alles. Ja, genau, hier ist der geknackte mit Energie, den wir gemacht haben. Was haben wir denn hier liegen? Ja, genau, das ist die. Genau, stimmt, da habe ich ja die Bruchreste mitgenommen. Okay, passt. Ich könnte zurückfinden. Hep, hep. In den alten See hinein. Schön, wenn ich einen Marker sehen würde. Ich sehe einen Marker, ich sehe einen Marker. Bin hier einfach einen Berg hochgekraxelt. Ja, zwei Marker. Und das Raumschiff. Ich bin unterwegs. Jetzt muss ich nur wieder nach Hause kommen. Ja, das geht ja im Zweifelsfall schnell. Aber nicht schon wieder sterben. Ich bin im Berg hochgekraxelt. Oh ja, das sind die beiden Marker, die beiden Signallichter, die gesetzt hast. Yes. Und jetzt Vollgas. Gibt Stuff. Aber Titanium haben wir trotzdem noch nicht gefunden. Nur so ein bisschen. Ja, das war Loot-Titan, ne? Aber kein rohes. Weil jetzt hänge ich an so einer vermaledeiten Gletscherspalte fest. Kriege ich auch noch klein. Super cool. Dann waren die unterwegs alle an Containern finde. Mhm. Also jetzt muss ich lebend nach Hause kommen. Ja? Ammonium. Oh ja, Ammonium immer gut. Aber jetzt 5 Stück hier auf dem Wagen, das ist nicht viel. So, jetzt hoffe ich mal. Hier oben ist die ganze Ebene voll. Echt jetzt? Mhm. Cool. Da komme ich nicht drum herum. Oh, ich muss wieder aussteigen. Den muss ich noch irgendwo aufladen. Mit dem ganzen Grünquark.
Da ist nur Platz weg. Toll. Und ab die Post. Ah, das sind die Marker. Gute Zeit, Wank. Ja, hier haben wir uns irgendwo durchgewühlt und... Hallo Schiffraum. Oh, endlich wieder auf der roten Ebene. Bin da. Halleluja. Das war jetzt aber nötig. Ein paar neue Vorschieß von den Planeten sind natürlich vielleicht auch ganz interessant, ne? Mhm. Kann ich dir irgendwie entgegenkommen? Nein. Gut. Das ist so schade, da findet man den Quark endlich und dann... Hm. Das glaube ich. Aber mitnehmen könnten wir jetzt eh nicht allzu viel davon, ne? Das Schiff ist halt schon voll. Mit Eisen. Wir könnten uns noch beladen. Aber das war's dann, ne? Ist schon wieder ein Strahl von einem Teleporter? Bitte lass es der sein, der bei uns am Schiff ist. Das mag ich zu bezweifeln. Pack die Sachen aus, damit wir direkt wissen, was das ist. Müssen wir nämlich nicht mitschleifen. Genauso wie das Solarmodul muss ich auch nicht mitschleifen. Sprengt euch selbst in die Luft, ihr Penner. Genau. Den Rover-Sitz kann ich auch auspacken. Andys Rover auch. So. Den Sauerstoffmacher lassen wir mal reingepackt. Was haben wir denn hier? Feststoffschubdüse. Kommt erstmal auf mein Täschchen. Das Ammonium. Das Hämatit. Bist du? Du bist die Feststoffschubdüse. Das ist okay. Du kannst hier bleiben. Das ist Andys Bodenfüllgerät. Die Verpacker können auch hier bleiben. Oh Mann, das ist echt schon so ein klitzekleiner Akt. Diese. Was ist denn damit passiert? Okay, das Modell ist im Sack. Die Füllanzeige hängt daneben. Das. Was bist du? Du bist Graphit, das ist egal. Nein. Jetzt bin ich da, wo du eben warst. Okay, ich werde aber definitiv nicht zurückfinden. Das ist egal, ich komme schon zurecht. Gib einfach auf. Nein. Die Sauerstofffilter scheinen also richtig gut mittlerweile zu sein, weil du kommst ja ganze Zeit lang damit klar. Du musst immer nur Harz auf Tasche haben. Ah ja. Schon mal vortanken. Mag ich hier immer rum. So. Was bist du? Du bist der Sauerstoffmacher, du bist mir egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den Generator, den muss ich eigentlich auch nicht mitschleifen. So. Ausschalten. An den neuen Biosprit draufknoppen. Knorken. Dann nehme ich das eine Bündel Titan, was wir nur haben, mit. Laterit ist uninteressant. Und das sind Forschungsgegenstände. Die kriege ich auch noch auf meinen Bohrer. Das kriege ich auch noch auf einen Bohrer. Gerade ein Sturm am Herrschen, wa?
So windig plötzlich. So, ich bin jetzt bis zum Stehkragen, Oberkante, Unterkante gefüllt. Genau. Da würde ich zwar ein Lager reinkriegen, aber dann kriegen wir keinen Roversitz mehr rein. Wir wollen ja auch zurückflattern. Rohstoffe schmeiße ich hier drauf. Jetzt haben wir es gleich. Das Loch kommt mir bekannt vor. Okay, keine Äußerung. So. Jo, ich glaube, das passt. Jupp, alles verladen, was verladen geht. Zu verladen geht. Wunderbar. Aber wir kommen bestimmt ganz schnell wieder. Andi hat Spaß an dem kleinen Roverkin. Mhm. Und hier gibt es noch Titan und so ein Zeug. Aber nun sind wir einfach voll. Es würde halt auch nichts bringen. Wenn wir dann schon mal hier sind, könnten wir das schon mal wegbringen. Oder einer bringt es weg und der andere geht noch erkunden, wenn er das unbedingt möchte. Oder versucht immer noch zum Shuttle zu kommen. Ja, nur hätte er dann keinen Respawn-Point mehr, ne? Eben. Aber ich habe alles bestmöglich schon mal verladen und geladen. Ah, ist jetzt nur noch Bioquark. Selbst den könnte ich noch laden. So, jetzt haben wir aber maximale Platzausbeute. Mehr ist nicht. Aber das ist schon mal was. Genau deswegen findet sie uns. Passt mal auf. Hm? Mach mit großer und kleiner Trüte Lala. Da ist sie ja wieder. Huhu, Andi. So, wie du siehst, ich habe schon ein bisschen Ordnung gemacht. Wir könnten jetzt, du könntest dich noch mit Hämatit befüllen. Da könnten wir noch ein bisschen Hämatit farmen. Aber hier sind noch 5 Stacks drauf. Und du brauchst noch dein P-Equipment. Sprich, hier dein. Den brauchst du noch, hier. Dann die 5 Hämatits. Den Generator können wir hier stehen lassen. Den Sitz brauchten wir, deswegen habe ich dir die Hupe erstmal wieder draufgepatscht. Die Verpacker können wir auch hier stehen lassen. Ich hab noch Platz. Sagte ich ja, dann könnten wir noch Hämatit farmen. Eisen, weil Titan haben wir jetzt nicht gefunden. Und ganz ehrlich, katastrophal war es genug. Dann können wir lieber eben die Karre leer machen und dann nochmal wiederkommen. Vielleicht auch knallhart dann vorbereitet auf so krasse Nummern, weißt du? Vielleicht mit einem, wie hieß das denn? Mit einem Habitat oder sowas. Na denn. Müssen wir nur irgendwo Hämatit klopfen. Ich bin halt bis zum Anschlag voll. Sei vorsichtig. Das ist kein Sauerstoff. Ach, du hast schon Hämatit. Ich koppel mal eben den Traktor ab und komme mit dem Traktor hoch. Ich habe ein bisschen die Landeplatte glatt gemacht. Schon voll? Randvoll? Auch die Slots auf dem? Okay. Alles klar. Perfekt. Dann können wir jetzt zurückfliegen. Dann können wir ja wiederkommen, aber vielleicht mit Habitat und so, weißt du? Mhm. Oder bei Außenbasis oder irgend so Quatsch. Kannst du dann hier aufs Auto klatschen, was übrig bleibt.
Auf dem ganzen Berg hier oben ist. Krass, ne? Warum nicht gehen? Da, da, da. Wenn jetzt passiert, also. Ich hatte dein Auto aufgetankt und direkt schon frisches auf den Generator gesteckt, ne? Okay. So, ja, okay. Aber warte mal. Da habe ich noch was für dein Auto. Zack. Eine Solar Cell. Okay, ja, dann können wir zurückfliegen. Sitzt du schon? Nein. Dann hau mal rein. Ich sitze auch, du kannst fliegen. Oh. Eine Sekunde zu spät und ich wäre zurückgeblieben. Zurückgeblieben. Jetzt. Oder haben die das angepasst, dass die Umlaufbahnen jetzt immer passen? Das weiß ich nicht. Aber früher war das so, dass sie dann mal nicht passten. Muss ich genau umgucken. Genau. Na, Süler, geht direkt in einem durch. Schon gefunden? Cool. Müssen wir nur noch die Basis finden. Man könnte jetzt auch einen anderen Punkt zukünftig wählen, um... Guck mal, da ist ein Transporter, den wir noch nicht kennen. Teleporter? Okay. Aber unsere Düse ist ausgebrannt, also wir können vielleicht nochmal landen oder vielleicht geht das auch nicht, ich weiß es nicht. Wo ist denn unser Platz? Kann dauern. Wir müssen die Planeten du weißt schon, Umrundung war abwarten. Sieht man das Ding denn von hier oben? Ja, ja. Da war was. Da ist ein Marker gewesen beim letzten Mal. Siehst du, die anderen leuchten nämlich. Da kommt dann nicht wieder einer in Sicht. Da ist unser Marker. Ja, die leuchten sogar von hier oben. Cool. Und der hat noch nicht geleuchtet. Ah, nur die Steuerdüsen arbeiten jetzt, okay. Wo bist du denn gelandet? Eigentlich bei uns. Nö. Bist du nicht. Ja, da müssen wir jetzt... Da hinten ist ein Teleporter. Wo ist da hinten? Da. Lauf, Forrest, lauf. Das Problem ist, wir verlieren eine ganze Menge Equip, wenn wir jetzt sterben. Achte nur auf deinen Sauerstoff hinten. Wir können nichts bauen, der Sauerstoff reicht noch lange nicht mehr. Welcher ist das bei unserer Basis? Die 2, ne? Die 1. Und ich fange schon an zu ersticken. Das Harz. Ich kann nichts bauen, weil wir voll sind. Genau. Brauchst du gar nicht erst versuchen. Funktioniert nicht. Die 1, sagst du, ja? Mhm. 1. Wo ist denn jetzt die 1? Unten. So, ich habe mich ankoppeln können. Ich komme wahrscheinlich. Ich bin tot. An der alten Stelle. Ich werde aber jetzt mal eine kleine Veränderung hier fest vornehmen. Aber ich kann ja direkt durchrennen. Ja klar, muss dann nur dann. Ja, das mit dem Looten ist das Problem, ne? Ups, klappt schon.
Aber du kannst dich erst hier hinporten und wieder volltanken mit Sauerstoff. Ich baue gerade die Sauerstoffverbindung bis auf die Plattform. Dass, wenn man ankommt, sofort Power hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ach, hier war schon nur ein Anfang davon gemacht worden. So. Wenn man jetzt angevoitet kommt, dann... Ich hab mir mal einen Sauerstofffilter gebastelt. Und dann? Wie kannst du dann deine Sachen aufnehmen? Das reicht, bis ich meine Kram aufgesammelt habe. Dann schmeiß ich den weg und nehme den letzte. Ich habe jetzt eine Sauerstoffleitung direkt an den Wort gezogen. Wenn man ankommt, in der Mitte, kriegt man sofort Sauerstoff. Ja, jetzt haben wir ein Problem mit dem blöden Raumschiff da hinten, ne? Müssen wir das nächste Mal von da aus starten. Müssen wir dann alles dahin karren. Ich meine, wir haben Autos, ist ja kein Problem. Dann beladen wir das erst, dann machen wir es wie bei der NASA. Beladen erst das Fahrzeug, fahren die Autos wieder nach Hause und dackeln dann dahin. Welcher Void ist das denn da, wo das jetzt steht? Ist da auch nicht, ne? Gleich sagen. Die 2? Okay. Würde ich meinen. Müssen wir zukünftig dann halt erstmal so beladen. Ah ja, du kommst mit einer Kugel an. Das ist ja cool. Und gehst direkt an die Zapfleitung. Perfekt. So, dann können wir Tschüss sagen. Stopp. So und aus und bis zum nächsten Mal. Die hat einen in der Pfanne, aber ganz gewaltig. Tschö.